Jo, liebe Naturfreunde, heute hat es mal geregnet und im Garten sind die Schnecken unterwegs. Natürlich möchte ich euch nicht die alten Wegschnecken zeigen, sondern hier einen seltenen Gast, eine Weinbergschnecke. Ja, und Weinbergschnecken sind überaus nützlich. Sie stehen nicht nur unter Naturschutz, sondern sie vertilgen auch die Nester dieser gefürchteten spanischen Wegschnecke. Wie man hier schön sieht, frisst sie abgestorbenes Grünzeug und nichts Frisches. Also Weinbergschnecken sind gern gesehene Gäste im Garten. Und nicht zum Essen, sondern nur zum Anschauen. Wie gesagt, in Deutschland stehen sie unter Naturschutz. So, von hier sieht man es mal schön. Sie frisst also ein altes, verwelktes Blatt. Und macht sich damit nützlich. Hui, und hier ist noch eine. Die ist etwas heller gefärbt. Aber die sind sehr weit auseinander. Die sollen sich ja mal vermehren. Na gut. Und die normalen Schnörkelschnecken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die ist ganz schön flott unterwegs. So, dann haben wir noch die ganz braunen Vertreter. Das sind die Hainschnecken, glaube ich. Die leben so mehr im Schatten, in Waldrändern. Hier seht ihr mal den Unterschied zwischen den Gartenschnörkelschnecken und den Hainschnecken. Wie gesagt, die einen sind in allen Farben, gibt es gelb, mit schwarz, orange, mit schwarz, ganz orange, ganz gelb, also verschiedene. Und die Hainschnecken sind so mehr oder weniger braun und der Körper ist grau, dunkelgrau. So, jetzt haben wir mal ein paar Farbkombinationen zusammengesucht. Also ihr seht, bei den Gartenschnörkelschnecken gibt es wirklich alle möglichen Farbkombinationen. Und wie gesagt, die Häuserschnecken stören mich hier auch nicht im Garten, denn die fressen bevorzugt abgestorbenes Material und sind Futter für die Amseln und Drosseln, während die eingeschleppte spanische Wegschnecke ein gefräßiges Monster ist und vernichtet wird. So, das war es heute mal von der Schneckenpost. Quatsch, von den Schnecken. Und im Schneckentempo geht's weiter. Tschüss, euer Taubruder Harry.